Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben Nikolaus und das heißt für mich, drei Pakete darf ich aufmachen. Ich stehe hier ein bisschen unbeholfen, nebenan in meinem Zimmer, weil hier nämlich tatsächlich der Korb steht, wo die ganzen Sachen drin sind. Und wir müssen uns die ganzen Sachen raussuchen. Also, wir haben auf jeden Fall die 6. Das wusste ich schon, dass das ein extra Päckchen ist. Dann gucken wir mal, wo wir die Sachen drin versteckt haben. Ich glaube, eins war hier hinten. Genau, das ist einmal das ganz dicke Päckchen. Wir brauchen noch die 4 und die 5. Ich sag euch, das ist nicht so einfach. 5, 7, 17, 18, 16, 15. Ach, ich habe das auch 5 ist hier. Es tut mir sehr leid, dass wir so eine schlechte Qualität haben. Aber wenn wir alles haben, gehe ich gleich wieder rüber. Und dann ist das auch alles besser. Hier ist die 4. So, mit diesen drei wunderschönen Sachen, 4, mache ich mich jetzt wieder rüber an den Tisch. Und dann können wir loslegen mit dem Auspacken. Und da haben wir die gute Ausbeute, mit der wir heute das Video gestalten. Ihr seht, mein Kakao ist am Start. Nikolaus, Kakaozeit, wunderbar. Klappt auf jeden Fall super. Also der Kakao ist schon mal mit dabei. Päckchen Nummer 6. Einmal das große, einmal die 5 und einmal die 4. Und wir machen das natürlich der Reihe nach auf. Wir starten nicht mit dem Nikolaus-Päckchen. Nein, das behalten wir zum Schluss übrig und dann gucken wir mal. Ich bin mal sehr gespannt, was da so drin ist. Ich habe mich auch nicht spoilern lassen. Ich habe der Heidi verboten, mich zu spoilern. Und deswegen bin ich jetzt umso gespannter, was überall so da drin ist. So, ich packe das erstmal, was wir gerade nicht aufmachen, packe ich zur Seite. Und dann schauen wir mal. Wir starten mit der Nummer 4. Und Schere habe ich auch dabei. Ich habe nämlich keine Lust, das aufzureißen. Ich bin ziemlich faul in der Hinsicht. Ja, ein bisschen was reiße ich auf, aber die Ecken habe ich keine Lust zu fummeln. So, da haben wir das gute Stück. Ich würde tatsächlich sagen, das ist von AliExpress. Allein schon von der Aufmachung her. Ich vermute, dass das ein Bild war, was flach kam, was sie zusammengerollt hat. Oder sie hat es in eine andere Verpackung getan. Wartet mal, kriegen wir raus. Also ich schätze, dass das von AliExpress ist, das Bild. Allein schon wegen der Umverpackung. Heidi, wenn du das Video guckst, lass uns mal wissen, ob wir richtig sind oder ob ich richtig bin. Ist es das gleiche Bild? Ich weiß es nicht. Es könnte sein. Ich weiß es nicht. Ja, doch, das ist die Verpackung. Also ich denke schon, dass das von AliExpress ist. Weil, schaut mal, das Bild hat sich selber verraten. Also das sind die Steine einmal. Und das ist die Leinwand. Du seht ihr das in der Mitte? Das kam wahrscheinlich so an. Und damit sie es halt verpacken konnte, hat sie es aufgerollt. Ich denke, das ist von AliExpress. Weil das ist momentan tatsächlich eine sehr, sehr gängige Verpackungstechnik bei AliExpress. Tut aber dem Bild tatsächlich nicht weh. Weil das nicht die Leinwand beschädigt. Also, wir kriegen da keinen Knick rein, auch wenn es manchmal so aussieht. Aber das tut es nicht. Wir müssen es auf jeden Fall aber einmal aufmachen, weil wir hier eine Delle drin haben. Hier ist eine Delle drin, die müssen wir zumachen. Ich hatte einen Schaber da. Den hatte ich da. Ich hatte ihn doch gerade noch auf dem Tisch. Keiner bewegt sich. Keiner verlässt den Raum, bitte. Ich hatte den doch noch gerade auf dem... Sagt mal. Ich hatte gerade noch einen Schaber auf dem Tisch, weil ich gedacht habe, komm, den tust du nicht so weit weg. Den brauchst du vielleicht ja gleich nochmal. Ja. Aber, ach, der lag unter den Schiffchen. Okay, also da ist er. Und jetzt machen wir das Bild einmal kurz richtig fein zu, damit die Leinwand halt auch keine Dellen hat und ich die dann halt auch wieder schön einholen kann. Das passiert, wenn die so übereinander geschlagen liegen. Dann passt das, aber
Ansonsten nicht. Es ist ein süßes Drachenbild. Sehr süß. Wirklich sehr süß. Und falls wir mal wieder so ein Drachen-Event haben, habe ich auf jeden Fall jetzt ein Bild. Dankeschön, liebe Heidi. Sehr cool. Wir haben 28 Farben, Zahlen, Buchstaben und ein paar Symbole, aber das ist hier unten gar nicht schlimm. Wir haben einen wirklich sehr guten Druck. Der ist tatsächlich richtig überzeugend. Alles sehr, sehr gut lesbar. So soll es, finde ich, auch immer sein. Wenn man nicht lange rätseln muss, was da jetzt los ist. 30x40, das wird nur 25x35 cm ungefähr sein. Können wir aber mal kurz ausmessen. Ja, 24,9 und die Länge haben wir ja, 35 cm. Also alles in allem das, was wir erwartet hätten. So. Dann machen wir uns mal daran, die Steine zu begutachten. Die sind, okay, die sind gefaltet. Ich glaube, die Heidi hat die zusammengefaltet. Normalerweise liegen die wahrscheinlich so im Bild. Wir haben runde Steine. Ich suche mal gerade den Anfang von der Tüte. Da. Auf jeden Fall ein sehr, sehr süßes viertes Kalendertürchen. Ich muss gerade überlegen, in welchem Türchen wir sind. Drei aufmachen zu dürfen, ist natürlich mega genial. Ne? Also da lohnt es sich tatsächlich so ein bisschen zu sparen und zu gucken, ah, darf ich heute eins aufmachen? Nee, noch nicht, ich muss noch ein bisschen warten. Das ist tatsächlich dann auf jeden Fall in Ordnung, weil jeden Tag ein Video drehen, das wird dann, es ist halt anstrengend. Ne? Und wir wissen ja auch nicht, wo wir die Paintprobe machen oder ich weiß es noch nicht mit euch. Und deswegen finde ich es gar nicht ganz in Ordnung, dass wir das zum Schluss machen. Wir machen halt einfach drei oder vier Stück in einem Rutsch auf. Und dann weiß man halt auch besser, was da irgendwo drin gewesen ist. Als wenn man das irgendwie über verschiedene Tage aufmacht. Dann ist man nämlich immer im Überlegen. Weil manchmal habe ich das Gefühl, mein Kopf hat keine Lust, sich alles zu merken. Wer von euch weiß, was er vorgestern noch zum Mittag gegessen hat oder zum Abendbrot? Ja, genau so eine Geschichte ist das dann auch mit den Bildern. Und weil ich darauf keine Lust habe, machen wir das einfach so. Die Steine sehen auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Die sind auch schön im Schliff, finde ich. Die glänzen auch echt schön. Das, was ich hier sehen kann, gefällt mir auf jeden Fall gut. Sehr viel lila-lastig, aber lila und blau, aber das ist ja auch okay. Das Bild ist ja tatsächlich auch so. Ja, finde ich richtig cool. Hier kann man nochmal die Steinchen so ein bisschen sehen. Sehen auch alle schön aus. Ja, gefällt mir auf jeden Fall cool. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Finde ich sehr, sehr cool, das Bild. Und vor allen Dingen, wir haben auch nicht so einen eintönigen Hintergrund. Finde ich auch sehr gut. Also es wird nicht unbedingt so langweilig, dass wir ganz viel von einer Fläche haben. Finde ich sehr schön. Doch, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich sollte aufhören, alles runterzuschmeißen. Ich mache das einfacher. Ich packe die Steine mal ganz kurz wieder weg. Wir haben keine abgesteppte Leinwand, die ist ein bisschen fester, aber die legt sich dann auch wieder schön glatt. 28 Farben hatte ich schon gesagt. Die MC-Nummern haben wir auch dabei, finde ich auch sehr, sehr cool. Das heißt, das Steinchen könnt ihr hinterher auch wegsortieren. Sehr cooles Bild. Was sagt ihr dazu? Der Drache ist doch echt herzallerliebst, oder? Der ist wirklich schön. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Doch, gefällt mir. Okay, einmal schnell wieder zusammen machen. Kommt auch wieder in die Hülle rein. So. Ich weiß nicht, ob ich es gleich nochmal brauche, aber zumindest habe ich es erstmal weggepackt. Falls wir es gleich nochmal brauchen, müssen wir es wieder rausholen, weil wir wissen noch nicht, wo wir die Paintprobe machen. Ich weiß es noch nicht. Das heißt, wir schauen gleich mal. Das heißt, wir nehmen uns das Päckchen Nummer 5. Das ist, zumindest sieht das ein bisschen mehr aus. Es fühlt sich nach mehr an, sagen wir es mal so. Okay, was haben wir hier? Auch 30x40. Ah ja, was richtig schön buntes. Was ist das denn? Ist das ein Cocktailglas? Ein buntes Cocktailglas? Sieht so aus, ne?
Finde ich ja cool. So richtig schön bunt, richtig geil. 35 Farben, also auch richtig viele Zahlen, Buchstaben und Symbole, ist aber normal bei so vielen Farben. Das ist relativ in Ordnung. Also ist schon relativ viel, aber es ist bei so bunten Farben natürlich auch irgendwo, irgendwo müssen die Farben ja herkommen. Der Druck ist, so wie ich sehen kann, auch in Ordnung. Kann ich irgendwas nicht lesen? Nö, wir haben zwar manchmal so ein paar dunklere Stellen, wo wir dunklere Symbole haben, aber das relativiert sich, denke ich. Also ja, irgendwo müssen wir dann halt Absprüche machen, aber die Sachen kann man trotzdem sehr, sehr gut erkennen und zur Not kann man sich da ein Lightpad holen, weil dunkel auf dunkel ist sehr, sehr gut für ein Lightpad, weil das Lightpad ja einfach die Hintergrundfarbe ein bisschen rausfrisst und dann halt einfach die Symbole perfekt übrig bleiben, sodass man das mit dem Lightpad dann auch sehr, sehr gut painten kann. Aber man kann es auch hier wirklich sehr, sehr gut erkennen, wenn es hell ist. Wenn ihr so im Halbdunkeln paintet, dann empfehle ich euch bei dem Bild zumindest ein Lightpad drunter zu machen. Ansonsten kann das sehr, sehr arg auf die Augen gehen und dann könnt ihr dann Augenschmerzen kriegen. Will natürlich keiner. Deswegen empfehle ich euch da ein Lightpad drunter zu legen. Aber das Bild ist cool. Das ist cool. Wird die gleiche... Na, es wird vielleicht ein bisschen kleiner sein als eben. Ja, wir haben nur 24. Ich denke, die Länge werden wir 34 cm haben. Ja, sogar noch ein bisschen kleiner. Wir sind hier bei 34,8 cm. Also tatsächlich kleiner, aber das hängt auch damit zusammen, weil der Rand ein bisschen breiter ist. Das ist dann normal. Wir haben auch wieder runde Steine. Wir haben, was soll ich sagen? Das sind einmal die gleichen Farben. Und dann kommen hier 5 Tütchen schwarz. Ich meine, wir haben zwar schon viel schwarz, aber so viel schwarz, das ist ein 30x40 Bild. Ich würde mal behaupten, dass mindestens ein so ein Päckchen übrig bleibt. Das ist aber gar nicht schlecht, kann man für Reststeinchenbilder nehmen. Dann haben wir noch andere Farben. Wird ja ein bisschen grau und dann wird es hier bunt. Wir haben auf jeden Fall viel Lila. Orange-Rosa-Töne. Bisschen grün, noch mehr Orange-Gelb-Töne. Das waren sie. Hä? Das sind doch keine 35 Farben. Es sind definitiv keine 35 Farben, Leute. Es fehlen definitiv Farben. Hä? Es fehlen Farben. Wir haben 15 Farben. 14 und 15, das könnte, also es sind auf jeden Fall die Farben, aber es fehlen Farben. Ich habe keine mehr. Oder bin ich blind? Ich gucke jetzt nochmal, hier ist nichts drin. Nö. Waren die gerade eingepackt? Hier ist noch ein Toolkit, ein ganz einfaches. Aber hier fehlen auf jeden Fall Farben. Natürlich, also ich denke mal, das wird Heidi von Amazon haben. Bin ich jetzt ganz Banane, Leute? Bin ich ganz Banane? Die sind der Reihe nach sortiert. Wir haben 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4. Die sind der Reihe nach 7, 8, 9, 10... 12, 13, 14. Die 12 ist ein Grünton, das passt auch. Und dann kommen Gelbtöne. Also VC01, passt auch alles. Aber mir fehlen die restlichen Steine. Ab der 16 fehlen mir alle Steine. Hier ist nichts mehr. Habe ich was weggetan? Nein, ist tatsächlich nichts mehr. Auch leer. Ich zweifle gerade an meinem Verstand, Leute. Nee, ich habe tatsächlich keine Farben mehr. Also ich denke mal, entweder hat Heidi noch die Farben zu Hause irgendwie, dass sie das Bild irgendwie ausgepackt hat aus dem Set oder so. Ich muss die Heidi anschreiben. Also Heidi, Ich kann euch in die Kommentare schreiben, was mit den Steinchen ist. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber hier fehlen auf jeden Fall Steine und zwar relativ viele. Wie viele fehlen, weiß ich nicht. Also zur Not nehme ich die aus meinem Restbestand und kann die dann auffüllen. Das passt dann auch.
Nichtsdestotrotz muss die Heidi mal gucken, ob sie die restlichen Steine vielleicht zu Hause hat. Es fehlen mir auf jeden Fall ganz viele Steinchen. Ich habe mich schon gewundert. Oder es ist halt tatsächlich falsch abgepackt. Das kann auch sein, weil hier sind so viele Tütchen von der 1, der 2 und so weiter, dass es mich echt schon wundert. Wir haben zwar viel Schwarz im Hintergrund, aber niemals 4 Tütchen oder 5. Leute, das ist ein kleines Bild. 30 mal 40. Und hier steht ja auch VC001C. Und hier steht VC001. Aber vielleicht ist das ja aus so einem Vierer-Set, wo die Steine irgendwie zusammengehören. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht. Ich frage die Heidi mal. Ich lasse es euch auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Weil das finde ich halt schon sehr, sehr merkwürdig, ehrlich gesagt. Ja, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das hier ausgeht. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Weil, ja, ich bin gerade verwirrt. Maximum verwirrt, Leute. Maximum verwirrt, ja. So verwirrt war ich schon lange nicht mehr. Aber das wird irgendeinen Grund haben. Vielleicht sind die Steine in irgendeinem anderen Bild drin. Das kann natürlich sein. Okay, also ich packe das erstmal auf Seite. Da können wir auf jeden Fall... Doch, wir könnten die Paintprobe machen, weil wir hier oben zum Beispiel schwarz haben. Könnten wir machen. Ich vermute, dass da noch mehr dazu gehört. Ich vermute, dass wir noch ein Bild irgendwo drin haben, wo der Rest der Steine drin sind. Es wäre nur schön gewesen, Heidi, wenn das mit draufgeschrieben ist. Ich habe gerade an mir selber gezweifelt. Wirklich. So sollte es doch bitte nicht sein. Darauf erstmal Prost. Ich muss dazu erstmal was trinken. Es ist übrigens kein Schuss drin. Es ist wirklich nur reiner, ganz, ganz reiner Gau-Gau. Und wir machen danach das kleine Päckchen auf. Der Kakao ist noch warm. Oh, wie göttlich. Lecker, Leute. Und das ist tatsächlich eine Tasse, die ich von meiner Mama noch geschenkt bekommen habe. Da sind so lauter Katzen drauf. Sehr, sehr süß. Ja. Ich liebe die Tasse. Meine Weihnachtstasse im Übrigen, ihr Lieben. Ich habe tatsächlich eine Weihnachtstasse geschenkt bekommen. Allerdings, was soll ich euch sagen, da ist noch eine Kerze drin. Und bevor ich diese Weihnachtstasse nutzen kann, weil die ist wirklich als Tasse auch nutzbar, muss ich diese Kerze abbrennen. Das ist fies. Das ist total fies. Ich habe die gestern schon angehabt, aber die geht nicht wirklich runter. Die wird noch eine Weile brennen. Auf der einen Seite schön, aber ich hätte schon gerne die Weihnachtstasse benutzt, so. Naja, also wird sie noch ein bisschen warten. Ich hoffe ja mal, dass ich sie vielleicht bis Weihnachten leergebrannt kriege. Dann kann ich zu Weihnachten endlich aus der Tasse trinken. Wir machen jetzt das Kleine auf. Also wir hatten ja gesagt, dass wir zur 6 und zur 24 auf jeden Fall noch so Accessoires, also so Zubehör mit reinpacken. Und da bin ich ja mal gespannt, was die Heidi sich ausgesucht hat. Die Heidi hat bei mir auf jeden Fall was richtig Cooles reinbekommen. Bin mal gespannt, was sie dazu sagt. Ich glaube, das eine wird sie schon erraten haben. Das habe ich nicht gut genug verpackt. Das konnte sie schon erfühlen. Aber das andere weiß sie nicht. So, gucken wir mal, was wir hier drin haben. Ah, oh, wie süß. Oh, wie süß. Wie cool. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja jemand, ich habe ja so viele Schiffchen und ich painte ja auch immer aus denselben. Und Leute, ich habe so viel Kram hier, wirklich, 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 wirklich so viel Kram. Und ich sehe immer ganz tolle Sachen und die Sachen sind von der Pichu. Und die Pichu macht so schöne Schiffchen. Und Leute, ich ums Verrecken, ne? Ich sehe die Schiffchen und denke mir nur so, ja, ja, wäre schön, ja. Aber ich denke mir, ich kann immer nur mit einem Schiffchen painten. Wo soll ich mit den ganzen Sachen hin? Ich habe auch einige von Pichus alten Schiffen noch hier und ich finde die auch toll. Aber irgendwie greife ich dann doch immer zu den einen. Die sind jetzt durch den Umzug irgendwie alle irgendwo gelandet. Ich weiß gar nicht, wo meine ganzen Schiffchen sind. Ich habe letztens ein Herzchenschiffchen gefunden, aber das ist auch schon wieder verschollen. Wenn ich das nicht irgendwo wegpacke, sind die Sachen halt immer irgendwo in der Wohnung. Aber das ist ja süß. Cool. Oh, wie schön. Cool. Also ich habe hier ein rot-weißes Schiffchen. Und ein grün-weißes Schiffchen. Cool. Das ist so ein bisschen durchsichtig, transparent. Oh, hier geht das eine auf der einen Ecke schon ab. Das werde ich festkleben. Das mache ich mir fest.
Aber richtig schön. Zweifarbig drucken kann mein Drucker leider nicht. Aber muss ich persönlich für mich jetzt auch erstmal gar nicht. Und hier noch ein schönes Kärtchen dabei. Das Stiftchen ist von Pichu Moon Art. Ja, da könnt ihr gerne mal vorbeistöbern. Mit Craft and Wedding. Das ist, glaube ich, auch ein Schiffchen, was in ihrem Adventskalender drin war. Also richtig cool. Jetzt habe ich auch zwei Minischiffchen. Also ich finde Minischiffchen immer so insofern richtig cool, wenn du ganz viel verschiedene Sachen hast und immer nur so ein paar Steinchen brauchst. Ansonsten sind so kleine Schiffchen, finde ich, wenn du viel von einer Fläche hast, sind die nicht so praktisch. Aber wenn du viele verschiedene Farben hast und immer nur so ein bisschen brauchst, sind die super, weil du dann immer nicht so viel, dann schüttest du auch nicht automatisch so viele Steinchen in die Schiffchen. Und Platz sparen natürlich zu verwenden als so ein großes Schiffchen, guck mal. Na, die haben ungefähr die Größe von so einem Mosfa-Schiffchen. Passen hier zwei rein. Aber nur so. Ha. Na, guck mal, auch cool. Na, wenn ich zwei Farben habe, kann ich die so hinstellen. Dann kann ich mir mal eins rausnehmen. Ja. Sehr cool, Dankeschön. Finde ich super. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, mir gefällt das grün-weiße besser als das durchsichtig-rote. Hat auch was, weil es ein bisschen durchsichtiger ist, aber ich finde das weiß-grüne halt richtig schön. Ich mag tatsächlich auch grün. Grün ist auch nur so eine gute Farbe, die ich mag. Als Kind wollte ich immer sehr viel grüne Sachen haben, aber findet mal als Kind grüne Sachen. Gab's nicht. Gab's nicht. Grün war irgendwie eine ausgestorbene Farbe, keine Ahnung warum. Aber ich mochte grün schon immer. So ein richtig schönes, dunkles, sattes Waldgrün. Geile Farbe. Und das ist tatsächlich genau so eine Farbe, wie hier oft in dem Schiffchen ist. Mag ich total gerne. Und dann die Kombination mit dem Weiß finde ich sehr cool. Sehr, sehr cool. Kommt auf jeden Fall auf die Seite. Kommt in eine Schublade, wo die Sachen zum Painten immer drin sind. Das heißt, das kann ich dann auch zwischendurch mal rauskramen, wenn wir Painting-Proben machen und ich eh nicht so viel habe zum Painten. So. Das heißt, wir kommen jetzt zum sechsten Türchen. So, ich habe auf jeden Fall gerade versucht, noch zwischendurch mal schnell die Heidi anzurufen, weil ich das mit dem Türchen wissen wollte. Kann sein, dass es gleich klingelt, währenddessen wir hier weiter drehen. Aber dann nehmen wir mal kurz die Heidi an, wenn es klingelt. Und dann kann ich euch auch verraten, ob das mit dem Türchen 5 alles so seine Richtigkeit hat oder ob da wirklich was im Argen liegt. Wir werden gleich mal sehen. Die Heidi ist nämlich gerade auf Arbeit und ist fleißig am Arbeiten. Und ich darf währenddessen schön auspacken. Okay, wir machen Türchen Nummer 6. Hier hat sie mir gesagt, soll ich vorsichtig sein, weil wir keinen Flüssigkleber haben. Also packen wir das ganz vorsichtig aus. Wir müssen hier vorsichtig sein. Oh, ich sehe schon. Oh, ich sehe schon. Oh, ich sehe schon 200 Tütchen. Aber es ist nicht so schlimm. Oh mein Gott. Also, guckt mal, was ich hier sehe. Oh, das ist schön. Guckt mal. 40 mal 80. Das ist schön. Gefällt mir sehr gut. Eine Katze mit so Blumen. Sehr, sehr schön. Square, also eckige Steinchen. Legende haben wir dabei. Und wir haben eine Rolle. Ich muss das mal alles kurz beiseite schieben. Und jetzt wird es natürlich schwierig. Also das Bild kann ich gleich nicht mehr einrollen, wenn ich es ausgerollt habe. Hängt mit der doppelseitigen Klebefolie zusammen. Die darf ich auch nicht entgegengesetzt rollen, weil wir sonst Blasen bekommen. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen packen wir das Schätzchen jetzt mal ganz vorsichtig aus. Wenn ich weiß, wo oben und wo unten ist. Hä? Wie ist das denn eingepackt? Ah. Das ist ja auch lustig. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Schaut mal, wir haben hier so. Und dann ist das so aufgerollt, eingepackt hier, so mit so einer Folie. So eingerollt und dann zugemacht. Auch nicht schlecht. Die Idee an sich ist echt gut. Ich werde das auf jeden Fall mal aufheben, weil es kann sein, dass ich noch das ein oder andere Bild halt auch noch so dann einpacke. So, wir haben ja auf jeden Fall das Bild. Und das werde ich gleich einmal auslegen. So, jetzt wird es interessant. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, Leute. Das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht. Wir müssen nämlich jetzt einmal diese Folie abziehen und wieder gerade drauflegen, sodass wir keine Blasen. Oh, der Druck ist schön.
Auf jeden Fall lässt sich diese Folie einfacher wieder aufs Bild drauf packen als die durchsichtige Folie. Also das in der Sicht geht dann schon mal ein bisschen einfacher. Das ist so Nummer 1. Guck mal die andere Seite. Was mache ich? Ich mache das mal ganz kurz off-Kamera, dann kann ich mich ein bisschen über den Tisch beugen. So, ich habe es jetzt ein bisschen gerade gemacht. Der einzige Nachteil ist, dass ich euch nicht den ganzen Druck zeigen kann, weil natürlich, es ist eine undurchsichtige Folie. Aber ich mache euch mal das Bild ein bisschen auf, dann könnt ihr zumindest einen Teil schon mal sehen. Das sieht schon mal echt cool aus, oder? Was sagt ihr? Richtig cool, oder? Die Blume kommt schön raus. Da kann man auch sehr viele AB-Steine einsetzen, weil ich glaube, es ist kein Bild mit AB-Stein. Ich gucke mal kurz rein. Das sieht nicht so danach aus. Also ich würde auf jeden Fall hier so wirklich an den hellen Stellen würde ich AB-Steine einsetzen. Hier hinten im Hintergrund würde ich vielleicht noch Fairy Dust Steine einsetzen, damit dieses Blau so ein bisschen sparkly kriegt. In den Augen würde ich Fairy Dust einsetzen mit Sparkle-Effekt. Das ist mit Sicherheit sehr, sehr geil. Ich kann euch aber mal den Druck zeigen. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Und auch das Endrollen hat sehr, sehr gut funktioniert. Das M ist ein bisschen dunkel, aber das macht nichts. Zumindest dunkel auf dunkel, da hilft dann ein Lightpad, ne? Aber so kann man es ganz gut lesen. Jo, sehr schön. Sehr cool. Meine Heidi, hast du dich wieder mal selber übertroffen? Jetzt muss ich euch das allerdings wieder zumachen. Das ist immer, das ist die Herausforderung, weil ich kann euch das natürlich nicht offen liegen lassen. Aber wenn ich da jetzt drauf tapse, war es das. Das ist ein bisschen schade bei den Bildern, weil man ja nicht durchgucken kann, ne? Ich habe überlegt, ich habe die tatsächlich nicht hier. Ich hätte tatsächlich noch ganz, ganz dünnes Backpapier, das ich drauf tun könnte. Dann könnte man im Hintergrund wenigstens noch das Bild erahnen, aber ich lasse die Folie drauf. Das ist in Ordnung. Ich muss das Bild dann nur wirklich aufhängen. Ich rolle das nicht mehr zusammen, weil dieses Ein- und Ausrollen natürlich dann immer sehr empfindlich für das Bild ist. Man holt sich da sehr, sehr leicht Blasen, ne? So Wellblasen. Und das will man natürlich nicht. Wir haben hier noch eine Legende auf der Seite. Die finde ich jetzt aber so... Ja, kann man machen. Ich finde die Papierlegende tatsächlich aber besser. So, hat die Heidi mir geantwortet. Mal gucken, was sie sagt. So, dann hat Heidi noch schnell eine Sprachnachricht geschickt. Machen wir alles so parallel. So, da haben wir die Legende. Da ist nochmal das Bild drauf, das hatte ich euch ja gezeigt. Und hier können wir die Symbole auch nochmal sehen. Und die Zahlen, das ist ein bisschen durcheinander gemixt. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Ja, wie viele Farben haben wir denn hier? Können wir das zählen? Wartet mal, wir zählen mal. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 23. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 Farben. 40 Farben habe ich mir jetzt auch mal draufgeschrieben, damit ich nicht nochmal zählen muss. Ja, cool. Und die Bags haben wir auch daneben. Das heißt, wir können sogar noch kontrollieren, ob alle Bags da sind. Und... Ja, wer kennt sie noch, diese langen 200er Tütchenschlangen? Ich hasse sie mittlerweile. Ich finde die mittlerweile so unnötig. Aber ja, sie sind da. Das lässt sich nicht vermeiden. Und vor allen Dingen, wenn man dann so viel von einer Farbe hat, ist das mega unpraktisch. Aber es ist, wie es ist. Hauptsache, die Steine sind alle da. Es werden wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher, was das für Steinchen sind. Das sind Acrylsteine auf jeden Fall. Wir haben zumindest eine Farbe mit Acrylstein und in der Regel wird hier nichts gemixt. Hier sind das auch Acrylsteine? Ja, das sind auch Acrylsteine. Also die graue Farbe sind Acrylsteine.
Und die Farbe sind auch auf jeden Fall Acrylsteine. Ich gehe davon aus, dass das ganze Bild mit Acrylsteinen ist. Aber das finde ich nicht schlimm. Ich persönlich finde es nicht schlimm. Man muss dann nur mit dem Setzen, mit dem Klebe ein bisschen Obacht geben, dass man die dann halt nicht Stein an Stein setzt, sondern wirklich immer schön auf die Symbole und versucht, das immer gleichmäßig zu setzen. Und dann läuft die ganze Geschichte. Selbst wenn ihr da so minimal Lücken zwischen den Steinchen habt, ist das dann auch kein Problem. Das lässt sich gut regeln. Und bei den bunten habt ihr meistens auch gar nicht so viel Theater. Und wir haben jetzt hier keine riesen weißen Flächen, ne? Also wir sind ja auch ziemlich bunt unterwegs und ein bisschen schwarz haben wir. Das heißt, da müsste man gucken, ob die relativ gleichmäßig sind. Gleichmäßig schwarz. Kann man das durch Tütchen sehen? Ja, die sind nicht ganz gleichmäßig. Also wir haben ein bisschen klein, ein bisschen größer. Aber das macht auch nicht ganz so viel. Wenn wir einen schwarzen Hintergrund haben, verschiebt sich das auch ein bisschen. Ich habe aber allerdings keine Lust, diese hier aufzumachen. Och Leute, das ist fies. Wo mache ich denn mit euch die Paintprobe? Wollt ihr eine eckige Paintprobe haben? Das heißt, ich muss das Bild anfangen. Lasst mich mal gucken. Also wenn, dann fange ich irgendwo oben an. Ja, oder unten. Also, ich nehme auf jeden Fall das erstmal. Und ich roll das jetzt mal ganz vorsichtig wieder zumindest so ein bisschen grob auf. Das ist eigentlich nicht gut, es wieder so aufzurollen, aber ich brauche ein bisschen Platz, sonst kann ich nicht painten. Weil ich will das untere Teil gerade legen. So. Das heißt, wenn wir die Ecke hier anfangen. Was haben wir denn hier? Da ist nämlich auch eine Blume tatsächlich. Und bei der Blume könnte man auch schon ein paar AB-Steinchen austauschen. Da müsste ich allerdings mal gucken, was wir haben. So. Und jetzt geht es schon wieder los. Wir haben auf jeden Fall schon Blasen drin. Ah, ich hasse das. Ich hasse selbst doppelseitige Klebefolie. Ich hasse es einfach. Ich hasse es einfach. Das ist so undankbar. Das Zeug, ohne Witz, das ist so undankbar. Aber es hilft nichts. Das Motiv ist cool, das kriegen wir auch durch. Ich meine, ich habe noch mehr von solchen Sachen hier. Wir müssen die nur wirklich ordentlich rauskriegen, weil da darf man natürlich die Steinchen nicht draufsetzen. Ihr müsst die rausmachen. Nehmt euch dazu einfach eine Pinzette. Und zwar am besten eine aus Metall. Falls ihr eine habt, nehmt euch eine aus Metall. Ihr braucht die Rückseite. Idealerweise, ja, die Rückseite müsste reichen, weil die ist schön fest und die hat Grip. Dann macht ihr das euch auf. Oh, ich muss mal kurz gucken, dass ich das mal eben kurz festpinne. Dazu nehme man sich einen Magnet. So, das heißt, es ist aus dem Weg. Jetzt machen wir mit euch mal die Bläschen raus. Ich ziehe euch mal kurz ein bisschen ran. So, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier sind auf jeden Fall Blasen. Und jetzt heißt es aufstechen. Allerdings bräuchte man, beziehungsweise nicht aufstechen, sondern eher aufschneiden. Ich habe hier noch ein Bastelskalpell gefunden. Und damit ritzt ihr ganz vorsichtig diese doppelseitige Klebefolie ein. Am besten auch so ein bisschen quer, dass ihr wirklich gleich alles rausdrücken könnt, was ihr da irgendwie drin habt. Und bitte nicht so doll aufdrücken, sodass ihr nichts verletzt. Ihr könnt auch einen Keramikcutter nehmen, das funktioniert auch. Ich habe aber gerade kein hier auf der Ecke liegen. Und jetzt nehmt ihr euch die Rückseite der Pinzette und drückt euch einfach die Luftblasen raus mit der Pinzette. Schiebt die einfach so ein bisschen hin und her, dass ihr keine Luftblasen mehr habt. Einfach schön aufs Dings draufdrücken und dann sind die auch weg. Das ist nur wichtig, bevor ihr Steine setzt. Sobald ihr anfangt, Steine zu setzen, könnt ihr das vergessen, weil ihr kriegt die Luftblasen hinterher nicht mehr raus. So, und jetzt haben wir hier nichts mehr, ne? Also wenn ihr jetzt hier mal schaut, es ist auf jeden Fall nichts mehr da. Seht ihr das? Da seht ihr, wo ich gerubbelt habe, hier an der Ecke. Und da seht ihr jetzt so gut wie keine Blasen mehr. Das heißt, da kann man jetzt in Ruhe die Steine raufmachen. Ist auch kein Problem mit der Klebkraft, die ist immer noch da. Und falls die mal fehlt, gibt es ja, so Klebepads oder so Stifte und dann könnt ihr das dann einfach machen.
Ich will einfach so ein bisschen noch drauf machen und dann klebt das auch wieder. Sollte in der Regel kein Problem sein. Ja, also Blasen sind halt bei doppelseitiger Klebefolie leider oftmals das Problem. Die Folie ist natürlich ein bisschen schöner, da kann man nicht durchgucken. Insofern richtig cool. Aber der Nachteil sind wirklich die Luftblasen, die ihr euch holen könnt. Und das ist tatsächlich fast immer so. Es sei denn, diese doppelseitige Klebefolie ist enorm dick und so gut aufgetragen, dass da wirklich nichts passiert. Aber auch da kann es durch den Transport und so weiter hin und her geknickt und überhaupt Transportschäden und also Schäden in Anführungsstrichen. Aber transportbedingt kann es da immer sein, dass ihr dann so Falten drin habt, die ihr dann wirklich rausmachen müsst. Wenn ihr die nicht von vornherein rausmacht, kriegt ihr die hinterher auch nicht mehr raus. Also das ist leider echt ein Problem. Okay, die Heidi hat mir geantwortet. Ich bin nicht so doof. Es ist tatsächlich so ein Bilderset. Das heißt, beim zweiten Bild haben wir die zweiten Steinchen drin. Also insofern schon mal cool. Das heißt, wir können jetzt eine richtig schöne Paintprobe machen. Und ich werde mir aber hier noch ein paar AB-Steinchen raussuchen. Ich schaue mal, ob ich das T habe. Hier in der Blüte. Das T möchte ich ganz gerne mit AB-Steine setzen. Das sind immer nur vereinzelt ein paar Steinchen. Das T ist die 3354. Könnte ich sonst noch was machen? Gucken wir mal. Das T ist ganz cool hier so zwischendurch. Das F ist die 612. Das könnte ich vielleicht auch noch mal gucken. Das sind so ein paar dunkle Steine. Ich hole jetzt mal die 612 und die 3354. Ich gucke mal, ob ich die im Bestand habe. Ich habe leider nur die 3354 gefunden. Das ist die Farbe. Aber die ist echt sehr schön. Die nehmen wir jetzt einfach. Und die anderen machen wir jetzt so peu à peu, okay? Also wir machen jetzt hier nur das T. Die anderen nehmen wir ganz normal. Ich habe die 612 leider nicht da. Ja, die hätte ich sonst auch gerne ausgetauscht, aber die ist nicht da. Und dann nehmen wir halt nur das. Genau, ist das, aber dann machen wir in der Blume halt nur so ein bisschen. Aber das finde ich ist auch völlig okay. Wir müssen uns jetzt nur die ganzen Steine raussuchen. Ich habe mir auch was zum Abkitten georganisiert. Und zwar zoome ich euch mal raus, damit wir hier noch ein bisschen was machen können. Ich lege das Bild erstmal auf Seite, beziehungsweise schiebe das einfach mal so ein bisschen höher und packe da mal irgendwas drauf, damit das ein bisschen oben bleibt. Ich packe jetzt mein Handy da drauf. Ich habe mir eine 28-Slot-Box geholt, aber eine mit Einzeldöschen, die kriegt ihr dann nächstes Jahr bei mir auch im Shop zu kaufen. Und da fülle ich die Sachen jetzt ein, damit ich die hinterher einfach noch umsortieren kann. Deswegen ist sie sehr praktisch. So, wir gucken mal, was wir an Zahlen und Buchstaben brauchen und an Symbolen und kitten uns das schon mal so ein bisschen in das kleine Minisystem ab. Also wir brauchen die R. Das R ist die, die 347. Das ist irgendein Rotton. Jetzt gucken wir mal. Ich weiß nicht, wie viele Steinchen hier reinpassen. Aber ich bräuchte vielleicht noch Aufkleber, ne? Aufkleber machen vielleicht auch noch Sinn. Ich habe ja noch Aufkleber. Passen die da drauf? Ja, die passen. So. So. Und da füllen wir jetzt gleich die Farbe drin ab. Ich weiß nicht, wie viele reinpassen. Gucken wir gleich mal. Ich hätte jetzt auch eine 35-Slot-Döschen holen können, aber da hätte ich auch zwei gebraucht. Bei 35 Slot, wir haben 40 Farben und dann nehme ich erstmal die, da kann ich euch die nämlich auch direkt zeigen. Die wollte ich euch hier sowieso noch zeigen. Und also perfekt passt das in dem Video, dass ich das euch in dem Video zeige, ne? So. Die 347 ist schon mal abgepackt. So, die haben wir. Wir brauchen auf jeden Fall noch so ein Sohnzeichen. Das ist die 154, das ist ein Lila-Ton.
Da mache ich jetzt einfach mal drei auf. Ja, was habt ihr denn heute so im Nikolaus-Kalender drin gehabt? Oder im Nikolaus-Stiefel, falls ihr einen gehabt habt? Habt ihr einen rausgestellt? Habt ihr einen befüllt vielleicht auch? Für eure Kinder, Familienväter, Familienväter hatte ich jetzt bestimmt, für eure Männer, mein Gott. Oder für eure, für sonst jemand. Habt ihr heute irgendwelche Stiefel befüllt? Wenn ja, für wen? Ich habe tatsächlich nichts befüllt. Die Belly hat keine Streicheleinheiten haben wollen. Die hat mich heute mal im Arsch nicht angeguckt. Mit dem Poponeck. Ich habe versucht, sie zu streicheln. Doch einmal durfte ich sie streicheln, als sie auf dem Stuhl lag. Und das war ihr dann schon so viel, wo sie gesagt hat, ach nee, muss das jetzt sein, bitte? Und da habe ich mir nur so gedacht, so, boah, du bist böse. Du bist echt böse. Ja, was soll ich machen? Ich kann ja noch nicht mal böse sein. Aber da habe ich gedacht, das ist ganz schön gemein. Ganz schön gemein. Weißt du, ich bin so lieb zu ihr. Und sie denkt sich so, nö. Ich komme, wenn ich kuscheln will, bitteschön. Nicht, wenn du kuscheln willst. Ja, habe ich verstanden. So, die 38 brauchen wir jetzt. Da packe ich auch drei Stück rein. Ich packe eigentlich schon rein, was ich jetzt so, dass ich dann immer schon drei drin habe. Die restlichen Steinchen hebe ich dann einfach auf. Das macht halt, keinen Sinn, da jetzt irgendwie mit aller Macht da vier oder fünf Tütchen reinzustopfen. Ich habe eh immer noch Tütchen offen. Also wenn ich jetzt vier Tütchen habe, dann mache ich auch alle vier rein. Aber habe ich jetzt mehr wie vier, dann mache ich nur drei rein. Dann hebe ich die anderen auf. So, das haben wir auf jeden Fall auch. Und wir produzieren jede Menge Plastikmüll. Also G haben wir, das haben wir, das haben wir hier. Das ist das T. Oh, ich kann nicht mehr schreiben. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Mache ich da jetzt noch ein AB dran? Ich schreibe das einfach mit Pink, okay? Ich mache da einfach so ein pinkes Schild drauf. So ein pink-blaues. Hier, guck mal. Damit ich einfach weiß, das ist irgendwas anderes. So. Die restlichen Steinchen wandern dann auf jeden Fall ins Dings rein. In die Tüte wieder rein. So, haben wir fertig. Dann, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch das kleine Zeichen. Und das kleine Zeichen, nee, das schreibe ich nicht mit Pink, weil das ist nicht mit AB. Und das kleine Zeichen ist, was für eine Nummer? 3731. Ja, das ist so ein toller Farbton. Der ist so schön. Den könnte man doch eigentlich auch mit AB machen, oder? Ich glaube, der würde auch gut gehen. Ich schaue mal, ob ich die Farbe vielleicht doch noch als AB mache. Ich hole mal eben die AB-Farbe. Habe ich gefunden, bin ich aber jetzt ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht. Ich werde die vielleicht so ein bisschen einsetzen. Also so punktuell so ein paar, dass ich so ein paar Steinchen setze. Aber nicht viele. Ich werde nicht viele davon setzen. Sondern nur ein paar. Das heißt, ich mache mir jetzt auf jeden Fall zwei Döschen. Einmal für die normalen Steine, einmal für die AB-Steine. Und dann... Ich glaube, das ist das Erste, was man dann painten sollte. So, wenn man nur so punktuell AB-Steine einsetzt, dass man sich die Lücken sucht, wo man die reinhaben will. Und dann... einfach reinsetzen. Und immer nicht alle, sondern immer nur so punktuell. Wenn wir gesagt haben, wir wollen nicht überall welche hin haben, sondern immer so nur ein paar.
So, hier haben wir drei Tütchen. Ja, mein Tag war ziemlich langweilig. Mein Bruder war jetzt kurz bis zu Besuch über Nacht, weil der noch einen Termin hatte hier in der Gegend. Und dann ist er mal kurz vorbeigekommen. Wir haben tatsächlich auch noch einen Spieleabend gemacht. Das fand ich sehr schön. Und beim ersten Spiel, ja, hatte ich leider sehr viel Pech. Beim zweiten Spiel haben wir uns gegenseitig beschützt. Da haben wir gesagt, nee, wir spielen das abgewandelt. Und wir haben uns dann so ein bisschen die Regeln zurechtgelegt. Und dann habe ich gewonnen. Aber auch nur, weil wir uns das Leben gegenseitig nicht schwer gemacht haben. Ja, aber es war auf jeden Fall lustig. Also ich meine, ein bisschen Zeitvertreib muss sein. Und wir haben das halt einfach, ja, genossen, weil wir kommen halt sonst nichts dazu. Ne? Wann spielen wir mal miteinander? Er wohnt halt auch so weit weg, ich wohne so weit weg. Und dann hast du auch nicht viel Zeit. Und je nachdem, wenn noch jemand zu Besuch ist, dann machst du andere Sachen, aber nicht miteinander zocken oder spielen. Also wir Brettspiele spielen. Ne? Wir haben Siedler von Catan gespielt. Der eine oder andere wird das vielleicht von euch noch kennen. Und ich spiele das total gerne. Total gerne. Aber ich habe halt nicht viele Leute, die das mit mir spielen wollen. So, also muss ich dann halt immer gucken, muss ich die Chance nutzen, die sich dann gibt, wenn hier immer einer da ist, der mit mir Siedler spielen will. Ja, so ist das Ganze. So. Dann brauche ich die 612. Ansonsten war am Wochenende gar nicht so viel los. Ich habe halt hier noch ein bisschen rumgeräumt und gemacht und getan. Habe meinen Drucker noch ein bisschen kaputt gemacht. Musste den dann wieder heile machen. Das hat auch ein paar Stunden gedauert, bis ich das raus hatte. Was kaputt war, was ich austauschen muss, was ich sauber machen muss. Ach Leute, ich sag euch. Aber man lernt den Drucker immer besser kennen. Jetzt läuft das Ganze ein bisschen einfacher. Jetzt kann er mir nicht mehr so einfach sagen, ich ärgere dich jetzt. Jetzt sage ich ihm, ja, wenn du mich ärgerst, ich kann dich auch ärgern. Ich weiß, wie ich ihn jetzt ärgern kann. Nee, aber da habe ich ein bisschen rumprobiert noch. Ja, ansonsten war das Wochenende für mich ganz entspannt. Ich habe für euch die Videos geschnitten, war tatsächlich erstaunt, dass das Sonntagsvideo ein bisschen schneller irgendwie hochgeladen war, als ich gedacht habe. Ich dachte, ich wäre später fertig. Das ging dann echt zügig. Da war ich echt tatsächlich sehr, sehr erstaunt, weil normalerweise braucht das immer so 2-3 Stunden, bis das hochgeladen ist, beziehungsweise bis es dann auch verarbeitet ist. Aber das war echt schnell fertig. Tatsächlich. So, was müssen wir, brauchen wir denn noch? Ich glaube, mehr brauchen wir tatsächlich erstmal nicht. Das E brauchen wir noch. Das E brauchen wir noch. Und dann haben wir ziemlich viele Farben da, um so ein kleines Stückchen fertig zu machen. 3363. Und dann kann ich mit euch anfangen zu painten. Sehr cool, oder? Ich finde das mega gut. Und dann können wir dann gleich schon ein bisschen Spaß haben. So, ich brauche jetzt die Farbe noch. Ja. 3363 brauche ich, ne? Oh Mann, das wird jetzt eine Sucherei hier. Okay. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, wenn ich die Sachen hier auf der Seite gefunden habe. Oh, habe ich sie vielleicht schon gefunden? Ne, ist sie 39. Mist. Ich weiß auch nicht, was das für eine Farbe sein soll. Könnte das so ein dunkles Braun sein? Braun-grau? Ja, ein Grün. Ja, so ein Grün ist es. Oh, ich packe ein Loch in der Tüte. Mir fallen die Steine raus. Ich habe ein Loch in meiner großen Tüte. Die 3363 ist tatsächlich ein richtiger Grünton. Das sieht hier auf der Legende eher, ja, das sieht auch grün aus, aber ich habe gedacht, das ist ja so ein Grau-Grün. Gut. Gut, warum auch nicht? Ja, ansonsten hoffe ich, es geht euch gut und ihr habt die Zeit halt auch schön genutzt, um an euren Bildern weiter zu kleben.
oder auch das Wochenende zu genießen, ein bisschen im Schnee draußen rumzustapfen. Ich bin mit meiner Katze gestern draußen gewesen, als es geschneit hat und hab sie beschneien lassen. Und sie saß halt auf meinem Arm, ne? Also so durfte sie jetzt nicht raus. Sie hat auf dem Arm gesessen und dann bin ich mit ihr rausgegangen in den Schnee. Es hat von oben geschneit und sie so, was ist hier los? Warum ist das von oben so komisch? Ja, sie war tatsächlich sehr verwirrt, aber ich fand es irgendwie lustig. Also sie hat keine Angst gehabt oder so, ne? Aber sie kennt jetzt so Schnee tatsächlich nicht. Weil, klar, die ganzen letzten Jahre hat es ja nicht wirklich geschneit. Und wenn, dann hört über Nacht. Aber dass so wirklich Schnee, was man von oben kommt, auf dem Balkon, kommt kein Schnee von oben, kommt höchstens von der Seite. Und so darf sie ja jetzt auch nicht raus, wo sie jetzt, ich sag mal, jetzt so beschneit werden könnte. Und deswegen war das schon, glaube ich, sehr interessant, dass sie so Schnee von oben hatte, ne? Fand sie, glaube ich, sehr interessant. Ja. Dann durfte sie gestern ein bisschen Schnee genießen. So ein bisschen wenigstens. Ich meine, viel Schnee ist ja nicht. Bei uns ist tatsächlich auch nicht viel liegen geblieben. Es ist schon wieder alles weggetaut. Aber ja, ne, ich meine, muss auch mal sein. So, wir rutschen mal ein bisschen ran. Und dann fangen wir mal hier an, ein bisschen zu painten. Ich habe mir das das grün-weiße Schiffchen geholt. Mit dem werden wir heute auch painten. So. Dann können wir es gleich ausprobieren. Und heute schütten wir bitte keine Steine, irgendwie die falschen Schiffchen. Und ich habe beim letzten Mal, habe ich ja tatsächlich angefangen, die Sachen auszusortieren. Und habe eine Zwei-Schiffchen-Methode angewandt. Habe also zwei Schiffchen mir nebeneinander gestellt. Habe das eine Schiffchen, da waren die ganzen Steine drin. Und habe mir immer was ins andere Schiffchen getan. Immer so ein bisschen. Habe dann die dunklen Steine rausgenommen und habe die dann weggekippt. Und dann habe ich das immer so weitergemacht. Und es ging tatsächlich schnell. Ich war innerhalb von 20 Minuten mit dem Sortieren fertig. Das ging so schnell. Hier ist nichts mehr drin. Das ging echt tatsächlich so, so schnell. Ich war so froh, dass ich da nicht ewig dran gesessen habe. Oh, nichts ist schlimmer als Steine auseinandersortieren. Das macht keinen Spaß, Leute. Das macht keinen Spaß. Aber was ist man auch so dusselig und schmeißt die Steine ineinander? Ne, hat ja auch keiner von mir verlangt, dass ich das tun soll. Aber ja. Was soll ich sagen? Ne? Manchmal ist das so. Es sitzt dann halt nicht drin. Und man kann es halt nur versuchen, dann wieder besser zu machen. Wie gesagt, ich passe da auch normalerweise wirklich sehr, sehr gut auf. Aber ich habe auch immer gesagt, mir passiert das auch nicht, dass ich mal irgendwie Papier auf die Leinwand bekomme. Mhm. Habe ich immer gesagt. Ja, habe ich gesagt. Und dann ist es mir wirklich selber passiert. Im Tran. Ich habe gepaintet, hatte dann noch irgendwas anderes, was ich noch gemacht habe, habe das Bild nicht wieder abgedeckt und zack, hatte ich Papier auf meiner Leinwand und dann musste ich selber mit Wasser und so ran und das freirubbeln und seitdem weiß ich halt, wie gut das geht und dass man überhaupt keinen Schiss haben muss und man muss sich echt keine Gedanken machen. Aber wenn einem das nie passiert ist und es passiert einem zum ersten Mal, kriegt man erstmal so einen Schreck seines Lebens und denkt sich so, nein, warum? Ja, ist halt so wild. Man kann vieles retten. Nicht alles, aber vieles. Ich habe tatsächlich mal TikTok gesehen, wo wir gesagt haben, man kann nicht alles retten. Und da habe ich nur gedacht, oh nein, wie blöd ist das denn? Da hat jemand ein kleines Bild und wollte diese durchsichtige Folie nicht haben. Also durchsichtige Folie runter und wollte Backpapier drauf machen. Beim Runterziehen der Folie hat sie aber so doll gezogen, dass das Bild von oben nach unten geklappt ist und die beiden Klebeflächen aufeinander so... Und was soll ich sagen? Ich glaube, die kriegt man dann nicht mehr auseinander. Ich wüsste zumindest nicht, wie, ohne sich die Klebefläche zu beschädigen. Ja, ich würde sagen, ja, ne, das war's dann mit dem Bild. Da war nichts mehr zu retten, weil die Folie war halt abgezogen und die beiden Bilder machten nur flupp und hingen dann aufeinander. So nach dem Motto, okay, ja, das war's. Schön, dass wir uns jetzt gefunden haben. Ober- und Unterseite. Hm. Oben und unten haben sich geküsst, geknutscht, kuschelt, was auch immer. Ja, das Bild war nicht mehr zu painten. Und da habe ich nur gedacht, so, dafür gibt es, glaube ich, kein Lifehack. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was mit dem Bild passiert ist. Ich denke, das wird entsorgt worden sein. Aber da habe ich nur gedacht, so, nein, warum? Kennt ihr dieses Gefühl, dass ihr was macht und ihr wisst, dass gleich was passiert? Und ihr nur die Augen schließen könnt und sagt, bitte lass es ganz schnell zu Ende sein?
So ist es auch, wenn man realisiert, dass das Bild gleich aufeinander geht. Man hat aber keine Chance, das zu verhindern. Ich habe das ab und an mal, dass hinter mir was runterfällt, wenn ich mit meinem Popo irgendwo vorbei will und ich hier manchmal so Slalom laufen muss und irgendwo was auf die Seite gestellt habe, nur um es temporär abzustellen und dann festzustellen, dass ich dann nicht mehr ganz gut vorbeikomme und das dann runterreiße und denke mir so, alles klar. Und das ist dann immer für mich ein Indiz, die Sachen immer ganz schnell wieder wegzuräumen und woanders hinzuräumen, damit man halt das nicht umschmeißt. Und so ist das mit dem Bild wahrscheinlich auch passiert. Das ist so, wo man sich so denkt, anderen gleich passiert was Schlimmes, gleich und tada. Auch so mit den Sachen, die ich hier zusammengeschüttet habe. Beim Zusammenschütten habe ich gemerkt, so irgendwas ist falsch. Es fühlt sich falsch an und dann, ja, danke. Oder kennt ihr das auch, wenn ihr, kennt ihr das? Bestimmt. Wenn ihr ein Schiffchen in der Hand habt, ne, ihr habt so ein Schiffchen in der Hand, so, und weil ihr painten wollt, also ich hab das ganz oft so in der Hand und dann painte ich da draus. So. Und manchmal habe ich auch nebenher noch irgendwas laufen. Irgendwo Film oder Video oder sonst irgendwas. Und wenn ich zum Beispiel eine Serie zwischendurch anhabe und die ist wirklich spannend und die läuft halt und es ist auch mal spannend, nebenher dazu zu gucken. Und dann erschreckt man sich, dann macht man. Hui! Steine einmal durchs Bild geflogen. Ich glaube, das wird der eine oder andere auch noch erkennen oder auch schon gehabt haben. Oder auch, wenn man hier zum Beispiel festhängt und man will mit einer Gewalt das hochheben, dann passiert es leider auch oft, dass man dann die Schiffchen einfach dann durch die Gegend schleudert oder die Steine daraus befördert. Das ist mir so oft schon passiert. Nicht, Gott sei Dank, nicht immer aufs Bild. Und bei so wenig Steinen geht es auch tatsächlich. Da ist es auch nicht schlimm, die vom Bild runter zu probeln. Das ist mir dann auch egal. Aber wenn ich dann so ein volles Schiffchen habe und das ganze Schiffchen einmal quer übers Bild fällt, dann denke ich mir auch so, ja, das musste jetzt auch wirklich sein, weil es ist ja so richtig spannend, dass die ganzen Steine jetzt auf dem Bild liegen, ne? Und dann denke ich mir manchmal auch so, ja, super, ganz tolle Wurst. Ganz tolle Wurst. Das habe ich jetzt unheimlich gebraucht. Aber ja, was soll ich euch sagen? Manchmal ist es, wie es ist. Und da sitzt du halt nicht drin. Das ist halt okay. Also, da kannst du auch nichts machen, ne? Du kannst halt nur wieder die Steinchen runterfummeln, nimmst eine Pinzette und friemelst die ganzen Steinchen wieder runter. Danke. Aber ich glaube, das ist dem einen oder anderen schon passiert. Steine falsch wegsortiert, Steine übers Bild gekippt, sich erschrocken, Steine runtergeworfen. Stifte runtergeworfen habe ich auch schon. Weißt du, kennt ihr das, wenn man die Steine, wenn man die Stifte so ablegt und die dann so schön den Weg da runterkullern und man irgendwas anderes in der Hand hat und dann sich überlegt, was lasse ich zuerst fallen? Rette ich den Stift oder rette ich die Steine? Es ist egal, was er macht. Es ist falsch. Das ist mir auch schon oft passiert. Deswegen versuche ich, die Stifte auch immer so hinzulegen, weil dann können die nicht runterkullern. Oder sie in Schiffchen zurückzulegen. Also bei so kleinen Schiffchen geht es natürlich nicht, aber wenn ihr ein großes Schiffchen habt, die passen ja dann super rein. Also wenn ich jetzt normalerweise das Schiffchen habe, dann passt der Stift halt super gut da rein. Der rutscht da auch nicht weg. Bei den kleinen Schiffchen geht es natürlich nicht. Aber bei den großen Schiffchen geht das dann natürlich sehr, sehr gut. So, das haben wir fertig. Dann einmal zurück. Oh, die lassen sich gut ausschütten. Sehr gut. Da habe ich jetzt auch wieder Pichu-Schiffchen, zweifarbige. Das sind meine ersten zweifarbigen Schiffchen. Tudu. Tududum. Das lässt sich hier tatsächlich auch echt gut legen, das Bild. Außer mit den Luftblasen. Aber wie gesagt, da müsst ihr wirklich von vornherein die Luftblasen rausmachen, falls ihr nochmal irgendwo euch ein Bild ergattern solltet, wo ihr so doppelseitige Klebefolie habt. Ne? Es ist enorm wichtig. Es bringt euch nichts, das hinterher zu versuchen. Das werdet ihr nicht schaffen. Immer schön vorsichtig vorher rausmachen. Und dann sollte das auch gut funktionieren. Ja, lässt sich sehr, sehr gut painten. Ich freue mich schon. Sonntag darf ich dann 4 auspacken, Leute. 4. Ich werde auch zwischendurch tatsächlich nichts auspacken. Ich finde das halt am Sonntag ganz cool. Dann habe ich ein bisschen mehr zum Auspacken.
Und ich kann halt natürlich dann schneller sehen, was ich dann gerne vielleicht painten möchte mit euch. Mache ich auch wieder eine schöne lange Paintprobe. Ihr könnt dann nebenher auch was essen, trinken und auch vielleicht noch painten am Wochenende. Finde ich auch ganz cool als Beschäftigung. Ich werde gucken, dass ich Sonntag das Video auch nicht zu spät hochlade. Weil jetzt am Sonntag ging es tatsächlich nicht anders. Da konnte ich es vorher nicht machen, weil ich Samstag noch echt zu viel zu tun hatte, dass das nicht mehr in meinen Zeitrahmen gepasst hat mit dem Video. Deswegen habe ich das Sonntag gemacht. Und das nächste werde ich aber am Samstag abdrehen für den zweiten Advent. Und dann werde ich das am zweiten Advent dann auch ein bisschen früher hochladen. So ist zumindest der Plan, dass ich für euch dann ein bisschen eher dran bin. So, dann haben wir die 3731. Die werde ich jetzt willkürlich setzen. Das sind die Steine, die ich nur so temporär austausche. So. Weil die einen etwas stärkeren Schimmerbezug haben. So sehen die Steine aus. Die schimmern etwas mehr. Und die werde ich jetzt tatsächlich nur so temporär hier in das Bild einsetzen. Ach, das ist halt auch tatsächlich nicht so einfach, weil die sich nicht so gut aufnehmen lassen. Oh, die Steinchen verschieben geht auch echt schwierig. Hui. Nee, ich habe zu wenig Tabby drin im Stift. Drehen wir das Tabby nochmal einfach, dann haben wir ein bisschen bessere Klebekraft. So, und dann setzen wir hier einfach die Steine willkürlich ins Bild rein. Es geht echt dann nur darum, dass man jetzt willkürlich Steine einsetzt, weil man will ja nicht alle ersetzen, sondern immer nur so ein paar. Und dass man dann halt einen coolen Effekt bekommt, setze ich die jetzt wirklich so willkürlich ins Bild ein, ohne mir tatsächlich so Gedanken zu machen, wo die genau sitzen, weil es ist echt eine wirre Blume. Das ist halt gar nicht so tragisch, dass die da jetzt irgendwie exakt platziert sein müssen. Wirklich. Alles gut, das ist überhaupt nicht notwendig. Einfach hier so in die Stellen einsetzen, aber halt nicht überall, sondern halt immer nur so ein paar Steine, wo man glaubt, dass das ganz gut sein könnte. Oh, so ein bisschen versetzt. Die anderen Steine kommen ja noch drumherum, die von der gleichen Farbe. Und dann gibt das halt ein ganz schönes harmonisches Bild. So ist der Plan. Genau. Also so mache ich das. Dann seht ihr das auch mal live und in Farbe. Nicht, dass ihr euch denkt immer, ja, die erzählt ja viel und das funktioniert alles so nicht. Also ich tausche auch nicht immer alles aus. Und zum Beispiel bei meinen Bildern sage ich ja auch nur, wo ich was austauschen will. Und ihr euch bleibt dann quasi überlassen, ob ihr das temporär machen wollt. Also immer auch nur so ein paar Steinchen oder ob ihr mehr austauschen wollt. Das könnt ihr dann selbst entscheiden. Wenn ihr nur so ein paar Steinchen auf der Fläche habt, dann könnt ihr das immer so einzeln austauschen. Habt ihr ein paar mehr, dann müsst ihr euch überlegen, ob ihr da wirklich so ein paar Steine dran setzt oder auch immer nur so ein paar halt austauscht und die restlichen Steine dann ganz normal paintet. Ja, also so sieht das jetzt bei mir aus. Also wirklich willkürlich hier die Steinchen einfach draufgesetzt und die anderen lasse ich dann leer. Die mache ich dann ganz normal mit den Steinchen, die wir auch so dabei haben. Na, da oben kommt noch eins hin. Hier unten habe ich auch noch ein bisschen was. So schaut das aus, so wie ich das mache. Ihr könnt es genauso machen, ihr könnt es anders machen. Es bleibt euch überlassen. Ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel mal nur so einzelne Steinchen habt und ihr sagt, nee, so einzelne Steinchen nur so in so einem Feld ausgetauscht, finde ich jetzt nicht so gut. Ich würde es lieber anders machen. Ist es euch auch überlegt? Sagt ihr, nee, dann tauscht ihr nur an der einen Stelle aus und dann der anderen, dann lasst ihr das. So ist es jetzt bei mir. Ne? Ich habe jetzt immer so diese Punkte gesetzt
Und die anderen kommen dann ganz normal mit der anderen Farbe. Aber tatsächlich werde ich hier auch noch einsetzen. Der ist nämlich auch nur vereinzelt. Und den anderen setze ich gleich mit der normalen Farbe. So, und hier könnt ihr nämlich den Vergleich mal sehen. Das ist die normale Farbe und darunter ist die AB-Farbe, ne? Also man sieht den Unterschied halt schon und deswegen ist es halt auch gut, wenn man die nicht alle so großflächig austauscht, sondern nur da, wo man sie wirklich auch benötigt. Wie ihr das macht, wie gesagt, das bleibt tatsächlich euch komplett überlassen. Und wenn ihr sagt, nö, ich will jetzt die normalen Steinchen nehmen, dann nehmt die normalen Steinchen. Wollt ihr AB-Steine setzen, dann setzt AB-Steine. Ich sag, ich kann euch immer nur mitgeben, wo ich es machen würde, wo ich welche austauschen würde und wo ihr die dann hinterher austauscht, das bleibt euch dann tatsächlich überlassen. Das müsst ihr dann für euch entscheiden, ob ihr sagt, ja, finde ich eine gute Wahl oder ob ihr sagt, nö, ich tausche lieber nur so ein bisschen da oder ein bisschen da oder ein bisschen da aus. Das könnt ihr dann machen, wie ihr möchtet. Darum geht es ja auch, ne? Es ist ja tatsächlich auch total individuell. Das heißt, das Bild, wie ich das jetzt mache, gibt es nur bei mir. Das ist mein eigenes Unikat. Klar, das Motiv wird es nochmal geben, aber die Steinchen so gesetzt, wie ich sie habe, wird es nur einmal geben und das ist bei mir selber. So, und somit seid ihr eure eigenen Künstler und ihr könnt eure eigenen Meisterwerke kreieren, so wie ihr Lust und Laune dazu habt. Und das finde ich mega. Und ja, man muss nicht mächtig kreativ sein, um da so ein bisschen kreativ zu werden. Hört sich jetzt ein bisschen paradox an. Aber ich finde, so ein paar Ideen zu haben, wo man das machen könnte, zeigt auch von Kreativität. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel nicht sonst irgendwie kreativ bin oder sagen könnte, ja, ich kann jetzt unbedingt malen und zeichnen und so. Muss ich aber doch auch gar nicht. Na, aber ich kann mir trotzdem überlegen, wie ich mein Bild so schön mache, dass ich da richtig Bock drauf habe, dass es mir richtig gut gefällt und so weiter und so fort. Und dann mache ich das so, wie ich es für richtig halte. Und somit ist das mein unikates Kunstwerk. Und ich kann sagen, das ist mein Kunstwerk, das hat kein anderer. Ja. So, jetzt haben wir die paar Steinchen gesetzt. Die anderen Steinchen kommen dann irgendwann später da drumherum. Gut. Das T brauche ich noch. Das wird auch AB. Das T hat tatsächlich fast den gleichen Farbton wie die Grundfarbe. Deswegen werde ich das auch komplett austauschen, weil wir hier eh nur so ein paar Steinchen haben. Wir haben da nur so ein paar Steinchen, die wir überhaupt ersetzen können und wollen. So. Steinchen verklebe ich jetzt auch alle, wo ich keine mehr zurückschütten. So, dann haben wir das G noch. Und das F machen wir gleich auch noch. Und dann haben wir hier zumindest hier unten so eine kleine Mini-Ecke fertig. Nicht, dass ihr da viel sehen könnt, aber ich kann euch dann zumindest gleich mal das Kleberergebnis zeigen. Und dann können wir auch schon fast Feierabend machen, ne? Feierabend für euch und für mich auch. Und ihr könnt euch dann noch das Video von der Heidi anschauen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und könnt noch den restlichen Abend genießen. Und euch dann auf den Sonntag freuen. Ja, ich werde jetzt die nächsten Tage noch arbeiten müssen. Die werden herausfordernd sein, die Tage. Weil ich ziemlich viel auf meinem To-Do-Zettel noch stehen habe, was noch gemacht werden muss. Aber ja, ne, das kommt. Es kommt, wie es kommt. Stück für Stück. Eins am anderen. So, ich muss doch gleich mal das Tabby von der Heidi nachladen. Ich glaube, das kann ich auch mit Umdrehen nicht mehr lange benutzen. Ich drehe das Tabby tatsächlich von der Heidi im Stift um, weil frisches Tabby halt sehr, sehr viel mehr Kleber in sich trägt, als zum Beispiel so leicht benutztes Tabby.
Und wenn ich das umdrehe, dann klebt das zwar, aber nicht so stark, dass es mir den Kleber zum Beispiel rauszieht oder so doll arg rausquillt und dann auf dem Bild hängen bleibt. Ich mache das tatsächlich total gerne, dass ich das einfach im Stift umdrehe. Ich kann euch mal zeigen, wie, bevor ich es gleich raushole. Wartet, ich muss nur noch mal so zwei, drei Dinger hier draufsetzen und dann kann ich euch das zeigen, wie ich das meine. So. Da noch eins hin. So, warte, da muss auch noch eins. Da hat noch eins. So, jetzt haben wir nur noch die F. Die mache ich gleich mit frischen. Also schaut mal, wir haben hier die Spitze und da ist das Tabby drin. Und ich nehme das einmal mit der Spitze raus und drehe mir das quasi einmal oben und drehe es wieder rein. Somit habt ihr immer noch wieder stickiges Tabby drauf. Und könnt das quasi weiterverwenden. Aber das ist jetzt so weit auf, dass ich jetzt Neues hole. Ich nehme mein Sandelholz, das will ich erst aufbrauchen. Passt auch, finde ich, sehr, sehr gut zur Weihnachtszeit. Ein bisschen herberer Duft. Und so ein bisschen, ja, weihnachtlich, so wie Tannenbaum so halt, ne? So. So, und dann rein damit. Einmal vollladen. So. Das kommt wieder in die Tüte. So, und dann haben wir hier eine neue Ladung drin. Dann können wir die restlichen machen. Was hatte ich gerade gemacht? Das G und habe es nicht zurückgeschüttet. Auch schlau. So, jetzt machen wir die F noch. Das F. Und dann haben wir hier so ein kleines Stückchen fertig. Ja, ansonsten geht es mir gut. Oh, da quillt ein bisschen Tabby raus. Ist bei neuen Ladungen immer so, dass ihr dann noch mal hin und wieder mal noch ein bisschen was abmachen müsst. Ansonsten geht es mir tatsächlich ganz gut. Ich bin fleißig bei den Shop weiter am Bestücken. Weiter mir am Gedanken machen, was ich für euch und wie und was und wo noch ein bisschen am schön machen, dass ihr zum Beispiel auch seht im Shop, was im Grundpreis kostet. Ihr könnt jetzt also quasi auch sehen, wie viel 10 Gramm AB-Steine in meinem Shop kosten. Und dann könnt ihr es sehr, sehr gut auch mit anderen Shops vergleichen. Und könnt dann gucken, okay, wo hole ich meine AB-Steine her? Wo sind sie preis-leistungsmäßig günstiger? Ja, wenn ihr zum Beispiel nur sagt, ja, alles gut. Ich gucke mal, wo es passt für mich. Und ich brauche eine bestimmte Farbe oder ich suche ein paar Farben. Und dann könnt ihr dann auch vergleichen, was den Grundpreis anbelangt. Weil der eine hat 10 Gramm im Angebot, der andere hat 12 Gramm im Angebot. Der nächste macht das Programm. Da könnt ihr auf 10 Gramm auch relativ einfach hochrechnen. Aber 12 Gramm und 10 Gramm zu vergleichen, ist halt mega schwierig. Und dann heißt es immer, ja, das ist aber viel günstiger. Ja, aber da sind halt auch immer nur 10 Gramm drin. Ja, und wenn ich dann den Grammkreis oder den 10 Gramm Preis, mein Gott, schwierige Wörter, miteinander vergleiche, stelle ich dann fest auf einmal, dass die 12 Gramm aber vom Preis her trotzdem günstiger sind. Ne? Auch wenn ich da jetzt mal, ich sag mal, ein paar Cent mehr bezahle. Habe ich aber eine höhere Menge, wenn ich da einkaufe, ne, als wenn ich zum Beispiel nur die 10 Gramm kaufe und die haben denselben Preis oder sind nur 10 Cent günstiger oder so. Also von daher sollte man, finde ich mal zumindest, wenn man sagt, man will das nicht, das ist egal, dann ist es auch gut. Aber wenn man wirklich vergleichen will, hat man jetzt zumindest die Möglichkeit, das zu vergleichen und man sieht es direkt, ohne irgendwie großartig zu rechnen. Das war ja vorher nicht möglich. Ich habe zwar immer reingeschrieben, wie viel es dann ungefähr pro 10 Gramm sind oder pro Gramm, aber das ist natürlich einfacher, wenn es direkt beim Produkt steht und man nicht immer erst rechnen muss. Und das habe ich zum Beispiel gemacht. Da musste ich heute noch ziemlich viele Umtragungen machen. Da habe ich schon ein bisschen geflucht, weil ich es am Anfang nicht gemacht habe. Naja, und das ist aber auch jetzt erledigt. Das heißt, ich kann dann weiter neue Produkte einpflegen. Man ist dann halt immer so ein bisschen dran, nochmal was schöner zu machen, wenn einem noch was auffällt, was ich jetzt nicht so cool finde. Aber ja, ich hoffe, ich muss an die Produkte nicht so oft ran. So, ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze aussieht. So, einmal wieder rausgezoomt. Und dann kann ich euch das kleine Stückchen zeigen.
Lässt sich auf jeden Fall gut painten. Großartig Lücken haben wir auch nicht. Das ist schon mal sehr viel wert. Na, das ist jetzt noch so ein kleines Stück. Es hat viel Farbwechselnadel dort. Das heißt viel. Aber sie haben halt einen schönen Glanz, die Steine. Es sind nur Acrylsteine, aber ich finde vom Glanz her sehen die echt gut aus. Da kann ich gar nicht meckern. Ja, auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall spannend, das Projekt, weil man halt auch sehr viele schöne Sachen austauschen kann, was so AB-Farben angeht. Also hier zwei, oben in der Blüte kann man auch austauschen, dann in diesen blauen Ranken kann man mit Sicherheit auch ein bisschen was mit Fairy Dust Stein machen. Metallic Steine würde ich tatsächlich nicht unbedingt einsetzen, aber Fairy Dust kommt sehr gut. Vor allen Dingen in den Augen der Katze, glaube ich, ist das sehr geil. Wenn man da nicht AB-Steine einsetzen will, kann man da sehr gut Fairy Dust Steine einsetzen. Die Augen sehen toll aus. Richtig, richtig cool, ne? Also, da lässt sich eine Menge machen, gerade weil es auch farbig ist. Man muss halt immer nur die passenden Steine zu haben, aber dazu muss man sich dann halt einfach so ein bisschen durchfuchsen und gucken, ob die Steine dann passend irgendwo im Shop zu finden sind. Wie gesagt, ich habe jetzt auch nur zwei Farben da gehabt. Die eine Farbe, die ich hätte noch gerne so punktuell austauschen wollen, die habe ich leider nicht im Shop gehabt. Gut, ist dann halt so, dann kann man ein bisschen abweichen und ein bisschen umsortieren und umorganisieren und gucken, was man dann machen könnte. Ja, hier werde ich auf jeden Fall mir jetzt gleich noch eine A5-Tasche holen und da werde ich die ganzen Sachen reinpacken, auch die übrig gebliebenen Steinchen, weil, wie gesagt, meine Tüte hat leider ein Loch, deswegen ist das nicht so gut. Ich werde die Leinwand gleich auf jeden Fall auch aufhängen. Bei mir zum Aufhängen kommen, ich habe hier irgendwo noch Faden und dann nehme ich Nadel und Faden und mache mir hier Faden durch, mache da so eine Schlaufe rein, dass ich das aufhängen kann und dann hängt das auf dem Faden. Damit bin ich sehr, sehr gut gefahren. Ich brauche also keine Ringe zum Aufhängen. Ich hänge das einfach mit dem Faden auf. Den kann man auch ein bisschen variabel dann hängen. Das finde ich auch immer sehr praktisch, gerade wenn man man hat ja nicht einen Haken für alle, sondern ich habe die Haken in verschiedenen Abständen. Das heißt, ich hänge die manchmal an den äußeren Haken, manchmal an den zwei inneren Haken. So kann ich immer ein bisschen variieren, was die Aufhängung angeht. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen gleich. Aber ansonsten finde ich die Bilder echt cool. Aber wie gesagt, die Heidi hat mich echt hier reingelegt mit den Steinen. Und ich war schon am Zweifeln und habe gedacht, habe ich die Steine jetzt irgendwo anders hingelegt? Nein, da gehört noch ein zweites Bild dazu. Leute, da gehört noch ein zweites Bild dazu. Das heißt, wir werden das irgendwann auch finden. Und wenn wir das gefunden haben, dann ergeben die Steine auch Sinn. Weil ich habe ja gesagt, dass die schwarzen Steine halt mega viel sind. Das heißt, das nächste Bild wird auch ziemlich viel schwarz beinhalten. Ich bin gespannt. Bin gespannt, weil wir sehr, sehr viel schwarz hatten. Ich freue mich schon auf das zweite Bild. Mal sehen, ob wir das erkennen, aber ich denke schon. Weil wir müssen wahrscheinlich nur auf diese VC001 Nummer schauen. Aber das finde ich echt cool. Ich finde den Drachen auch süß. Also die Auswahl perfekt. Also bisher, Heidi, kann ich gar nicht anders sagen. Gefällt mir die Auswahl wirklich sehr, sehr gut. Das eine Spa-Bild ist jetzt, würde ich mir jetzt so persönlich nicht kaufen. Aber ich finde das Bild überhaupt nicht schlimm. Das ist aber tatsächlich so was ich mir ganz gut für so einen Spa-Bereich vorstellen kann. Oder in so eine, wenn du irgendwo so eine Sauna hast, dass du das da so hinhängst, ne? So ein bisschen so Chill-Area zum Relaxen, zum Runterkommen. Oder auch in, wenn du so einen Pool hast mit so einem Relaxing-Bereich und irgendwo noch so ein Bereich, wo du so Wasser stehen hast, ne, zum Trinken oder so, dass du da dann irgendwie so, da könnte ich mir so ein Bild sehr, sehr gut vorstellen. Bei mir ins Haus passt das leider so vom Stil her gar nicht rein, aber nichtsdestotrotz ist es wirklich ein schönes Bild, wenn es auch jetzt nicht so ganz meins ist, was ich mir kaufen würde, aber die anderen Bilder, Heidi, muss ich sagen, ja, hast du bisher sehr, sehr gut getroffen. Also 5 von 6 hast du sehr, sehr gut getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mal gespannt, was du zu deiner Auswahl sagst und ich weiß tatsächlich gar nicht, Leute, die Heidi hat mich ja schon verraten, ne? Die hat mich ja voll verraten. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber das erzähle ich euch noch kurz, bevor wir Ende machen. Ich habe der Heidi ja auch den Adventskalender gepackt. Und ich habe tatsächlich ja fast alles bei einem Shop gekauft und damit ich die Sachen kontrollieren musste, habe ich die natürlich in den weißen Tütchen gelassen, damit die Steine halt auch nicht rauskullern, wenn ich die irgendwie einpacke und dann Steinchen auf einmal weg sind. Also habe ich die natürlich in den Tütchen gelassen, aber ich wusste nicht mehr, was natürlich in welchem Tütchen drin ist. Ich habe das tatsächlich einfach nach Größe ein bisschen eingepackt. Außer das Türchen 24, das wusste ich natürlich. Aber ansonsten habe ich das einfach so, habe ich so ein bisschen bunt gemischt und habe gesagt, ja, das könnte man dann, das könnte man dann. Und dann habe ich die Sachen eingepackt. Tatsächlich weiß ich nicht. Und ich meine wirklich nicht.
Ich weiß nicht, was Heidi in den einzelnen Tüten hat. Ich könnte sie noch nicht mal spoilern, wenn ich wollte. Also, ich kann sie nicht spoilern, selbst wenn ich das wollte. Heidi hat sich, glaube ich, alles ganz genau aufgeschrieben, weil sie natürlich auch verschiedene Shops hatte, wo sie was her hat. Aber ich finde das irgendwie sehr lustig. Und Heidi so, weißt du überhaupt, wo was drin ist? Ich so, nö. Ich habe das einfach nur eingepackt. Ich habe die wirklich schön der Reihe nach auf mein Bett gelegt und habe gedacht, okay, ich habe dann mir das Geschenkpapier rausgesucht. So habe ich es gemacht und habe dann halt pro Geschenkpapier mal zwei Sachen eingepackt, was ganz gut funktioniert hat. Und habe dann wirklich so ein bisschen großes Bild, kleines Bild. Dann habe ich so ein bisschen gemixt, dass es halt nicht, dass sie nicht nur große Bilder am Stück auspackt oder nur kleine Bilder, sondern dass sie so einen schönen Mix hat. Aber ich weiß nicht, wann sie was drin hat. Ich weiß es tatsächlich nicht. Nein. Aber pssst. Heidi weiß das aber auch schon. Aber da hat sie mich echt verraten, ne? Und ja, ich habe es natürlich in den Tüten drin gelassen, weil es halt einfacher ist, als es auszupacken und dann einzupacken, weil halt immer noch diese weißen Hüllen halt auch mal so ein bisschen Schutz haben. Die haben ja noch so eine kleine Polsterung, das heißt auch für den Versandweg dann im Karton ganz gut geschützt. Ja, so viel dazu. ja, was soll ich sagen? Manchmal ist es halt, wie es ist, ne? So, das Bild hänge ich jetzt gleich auf, damit es halt nicht geknickt wird und nicht noch unnötig viel mehr Luftblasen bekommt, als es das jetzt eh schon wahrscheinlich hat. Ein paar Mal jetzt schon rausgemacht, aber beim Painten wird man die eine oder andere noch rausmachen müssen. Da kommt man einfach nicht drum herum. Ansonsten, ja, finde ich, das ist eine sehr, sehr coole Auswahl. Ihr wisst jetzt auch zum Beispiel, wie ich das mit den AB-Steinen mache. Und ja, so ist mein Weg. Ich fummel mich so durch, ich gucke immer so ein bisschen, so hier ein bisschen da. Und ich finde das mit der Verteilung auch echt schön. Und ja, mir gefällt das auf jeden Fall gut. Also die Steinchen sitzen auch wirklich gut. Also ich habe gedacht, dass ich da vielleicht mehr Theater mit habe. Aber bisher sieht es ganz gut aus. Ich habe jetzt den Rand nicht gerade geklebt, aber gut. Ein bisschen Schwund ist immer. Ne, was soll ich sagen? Ein bisschen Schwund ist an der Ecke immer. So, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wundervollen restlichen Nikolaustag. Habe ich euch eigentlich schon Hallo gesagt? Ja, habe ich, glaube ich, ganz am Anfang. Das Video hat so anders angefangen. Das ist irgendwie so anders wie normal. Aber ich wollte euch beim Raussuchen noch mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich es beim nächsten Mal mache oder ob ich die Kiste an den Tisch hole und dann raussuche. Ich muss es mir noch überlegen. Ich weiß es nicht, weil jetzt aktuell steht die Kiste auf dem Fußboden. Die Belly geht da auch nicht dran, Gott sei Dank. Aber es ist halt natürlich ein bisschen umständlich, die rauszusuchen da. Ich werde die wahrscheinlich beim nächsten Mal einfach raussuchen und werde die auf den Tisch legen. Aber ich muss mal gucken. Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Ich bin noch unentschlossen, aber das werden wir erst zum zweiten Advent rausfinden, wie ich das mache. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch einen ganz tollen restlichen Nikolaus noch. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Ansonsten lasst es euch gut gehen. Lasst euch nicht ärgern. Bleibt gesund. Und ich hoffe, ihr seid nicht allzu sehr eingeschneit. In diesem Sinne, viel Spaß und bis später. Tschüss!